und herzlich willkommen zur 17. Folge hier aus dem Redstone Jurassic Park. Und der Wallert ist wieder mit dabei. Ja, hallo. Ja. Ich habe schon mal hier unseren Berg vorgeplant, wo nachher unsere Schiffsfahrt und auch unsere Bootsfahrt durchfährt. Und hier hinten wird es dann eine kleine Bar oder ähnliches geben. Dann überlegen wir uns noch, was man da am besten machen kann. Auf jeden Fall ein schönes Sichtfenster in diese Höhle rein. Ja. So, der Wallert baut die Höhle und ich beleuchte mal eben unsere Bahn. Habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Aber nur ein bisschen. So. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, wo ich hier überall lang gehen kann. Da kommt noch eine hin. Da kommt noch eine hin. Oha, das sind aber viele Lampen, ne? Hoppa. Aber es muss ja beleuchtet sein, ne? Ja, sieht schöner aus, ne? Ohne Licht sieht man so wenig. Wir können ja am Eingang Taschenlampen verteilen. Ja. Das könnte man auch tun, ja. Aber ich glaube, das macht sich nicht so gut. Das glaube ich. So, jetzt sollten da oben gleich die ersten Lampen angehen am Eingang. Beziehungsweise am Start der Attraktion. Ja. Und gleich gehen sie wieder aus. Ich sehe dich da unten rumflitzen. Aber ich glaube, ich beleuchte erstmal alles. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Und du kannst dann nachher gucken, ob ich noch irgendwo was vergessen habe. Boah, sag mal, wenn du soweit bist, dann. So, wo war mein Loch? Ich hab doch hier. Da. Wo war mein Loch? Ja. Ja. So ist das, da ich, also da, dabei kann ich dir leider nicht helfen. Ach so, oh, schade. Ach, oh, Wallert. Oh. War langweilig ohne mich, wa? Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn auch vermisst habt. Ah, ich wette, die Kommentare sind jetzt voll. Ja, alles mit, nee, den haben wir nicht vermisst. Oder so, ja. Mach lieber alleine weiter, okay. Urlaub. Oh. Nee, dann denke ich mir was Neues mit dir aus. Oh nee. Ja, schön mal wieder zu spielen. Und dann gleich so eine Aufgabe damit bauen, ne? Ja. So, wo geht's denn hier weiter? Gute Frage, ich glaube hier. Ich beleuchte erstmal alle Lampen, die ich jetzt finde, so. Genau, beleuchte mal. Und wenn da irgendwelche noch fehlen, dann siehst du das ja nachher. Und sagst mir dann einfach Bescheid. So, zack, zack. Ah, das Problem ist, von hier unten sieht man die Lampen so schlecht. Du bis vorhin sah es noch gut aus. Bis vorhin hast du noch alle erwischt. Jetzt nicht mehr? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht wieder geguckt. Ach so, weil das klang jetzt so. Also vorhin war alles gut, aber jetzt? Oh. Jetzt sieht es schön aus. Ah, das ist auch eine blöde Arbeit hier. Ich
Muss immer aufpassen, dass ich hier unten kein Wasser erwische. Deswegen da hinten hast du ein paar Lampen vergessen. Oder die hast du noch einfach noch nicht angeschlossen. Ich bin quasi noch auf dem Weg. Jetzt müsste ich eigentlich an der Höhle dran sein, ne? Ja, aber da hinten in der Kurve, da hast du noch ein paar vergessen. Warte. Ganze Strecke, genau da, wo du jetzt bist. Zwei Stück müssten hier sein. Ja, zwei Stück, dann die da auf der anderen Ecke wieder. Das sind jetzt insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 Lampen aus. Ach, da habe ich auch noch. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh. Wenn du mich nicht hättest, dann hättest du wen anders, wa? Genau. So, sieht doch schon besser aus jetzt. Also, paar kommen noch. Oh, ich habe Wasser erwischt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn sind immer noch aus. Ja, jetzt sind es nur noch 9. Noch 8. Ja, ich näher mich. So, hier habe ich noch eine. So, du darfst gleich noch mal gucken. Deine Reihe Ende, dann jetzt. Ja, jetzt sind alle an. Gut, also jetzt nur noch ab dem Ausgang. Jetzt musst du nur noch die anderen 30 Stücke anmachen. Ja, genau. Ja, alles kein Problem. Bei dir auf dem Ende lasse ich nochmal. Ich habe dir da ja noch direkt am Ausgang der ursprünglichen Höhle habe ich dir schon Lampen hingesetzt. Da musst du mal gucken, ob du da noch hinkommst oder ob du da verändert haben musst. Nee, das passt. Okay, also kann ich durch anschließen. Ja, da kannst du durch anschließen. Sehr schön. So, dann sollte es jetzt schon mal am Ausgang, also am Ende der Bahn schon mal wieder hell werden. So langsam aber sicher. So. Müsste das vielleicht mal gucken, dass man das aus zwei Perspektiven aufnimmt? Leute sehen, was ich immer für dich nachgucken muss. Aber nee, das können wir auch nicht machen. Dann sehen die, wie blöd ich baue. Ja. Alles Vor- und Nachteile, ne? Ja. So. Das sind ganz schön viele Lampen, Wallert. Die hast du gesetzt, nicht ich. Ich weiß. Ich bereue es jetzt schon. Ja. Aber das sieht bestimmt nachher geil aus. Sicherheit. Und das ist die Hauptsache. Muss ich das nachher nur noch alles ansteuern, weil jetzt sind sie alle Dauer an.
Oh, da freue ich mich dann schon wieder auf die ersten 2-3 Male, wo das Ding angeht. Da ruckelt das ein bisschen, glaube ich. Ja. So. Ich dürfte mich langsam annähern. Das dürfte nicht mehr allzu viel sein. Ja, hier oben hat sich auch schon ein bisschen was getan. Da gucke ich gleich mal ganz gespannt, wenn ich meine Lampen durch habe. Anschließend tue ich sie aber erst in der nächsten Folge. Das schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Sind ja echt nicht mehr viele. Also, es sei denn, ich habe noch 20 übersehen. Ich hab's gleich. Dann kommt Wallard. Da fehlen noch 10. 10? 20? Noch mehr. Nee, also von jetzt hier unten gesehen habe ich jetzt alle. Ja, hast du auch alle. Geil. Ja, jetzt komme ich mal nach oben. Sieht ja nett aus. So, und in der Höhle gibt es nachher Beleuchtung, anders. Die Bahn ist auch ein bisschen beleuchtet, das ist auch nicht schlecht. Ja. Aber ich kann noch mal anfangen mit dem Beleuchten. Beziehungsweise mit dem Ansteuern der Beleuchtung. Mal ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Boah, Zeit dürfte ja noch nicht um sein, oder? Nee, noch nicht ganz. Weißt du, wer sich das Spiel mal holen müsste? Na? Damit uns bauen müsste? Blacky. Ja, der will aber nicht. Das habe ich aber auch schon mal gesagt. So will der nicht. Also, weiß ja ich gut. Nicht, muss ihn fragen. Ich weiß warum, dann müsste er zu viel nachdenken, das ist das. Das kannst du haben, ja. Wir sagen ihm lieber nicht, dass er das Video gucken soll. Ach, guckt er sowieso. Immer wenn sowas drin ist, dann guckt er das irgendwie instinktiv, ich weiß es nicht. Oh je. Hört er ja wieder, dass ich über ihn gelästert habe. Oh. So, jetzt dürfte gleich am Einstieg ein bisschen Licht ausgehen. Sag mal Bescheid, wenn du da hinguckst. Denn, Moment. Ja, ich gucke. Ja, und jetzt dürfte da was ausgehen. Jo. Die ersten 10 Stück sind das, glaube ich, sind ausgegangen. Ja, genau. Genau so soll das sein. So, 4, 6, 8, 9 Stück. Und das muss ich jetzt nur noch hier durchziehen. Ich glaube, du baust immer die lustigeren Sachen. Findest du? Ja. Aber gut, ich will das auch nicht machen können, was du da unten machst, so. Willst du nicht? Nee, das will ich nicht machen. Ich glaube, ich hau dir da mehr Fehler rein als alles andere. Naja, das ist jetzt eigentlich relativ einfach, was ich jetzt hier tue. Da ist nicht viel bei. Also ich war das erste Mal froh, wo ich für ein Tor eine Schaltung hingekriegt habe. Oder für mein Sortiersystem eine Schaltung hingekriegt habe. Da war ich schon glücklich, das hat mir gereicht. Okay. Dann wird's doch ein bisschen schlimmer hier. Ja, siehst du? Das willst du mir antun? Hey, lass mal. Würde ich nie tun. Wallard, mach mal weiter hier unten. Ja.
So. Aber mir ist aufgefallen, mit hier Musik auf Ohren ist das leichter zu arbeiten. Ja. Das kann ich bestätigen. Und ich habe noch den Nebeneffekt, dass ich Musik in der Folge habe. Gucken, wie ich den Berg konisch zusammenlaufen lasse. Oh. Ja, das ist auch lustig. Schicht für Schicht aufarbeiten. Oh, ich muss gucken, wie ich die Lampen hier am besten alle ansteuere. Ist auch nicht gerade ohne. Jetzt sieht schon gut aus. Eine Lampe nach der nächsten geht aus. So, hier habe ich jetzt noch zwei und da muss ich noch mal hin. Oh je. Ich höre dich da rumbasteln. Ja, hörst mich basteln? Mhm. Ich hoffe, dir reicht die Höhe so. Ich fange jetzt ab dem dritten an, den konisch oben zusammenlaufen zu lassen. Ja, reicht völlig. Aber ich habe innen auch noch für ein bisschen mehr Platz gesorgt. Ah. Ja, ich habe den ein bisschen größer gemacht, den Ring. Jo, wunderbar. Ja, wieder genug Platz für deine Spielereien. Ja, du kennst mich schon, ne? Aber ich sehe schon kommen, irgendwo fehlt dann doch wieder Platz. Ja, du, das fehlt irgendwie immer. Oh. So. So. Ich sag ganz schön viel so. Mhm. Aber da müsste ich mir eigentlich angewöhnen, so und nicht anders. Ja, genau. Wenn ich das jetzt verdrahte, dann müsste theoretisch am Anfang schon mal alles ausgehen, bis zur Höhle hin. Aber das werden wir gleich sehen. Einmal überall Repeater ransetzen. Und dann geht das los. Die große Testphase. Da, 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 da. So, das war's ja schon. Da ist auch aus. Da ist aus. Da kannst du gleich nochmal einen Blick werfen. Es dürfte sich jetzt alles ausschalten schon. So, vereinzelte Lampen dürften noch an sein, das ist richtig, aber das meiste müsste schon aus sein. Guck mal. Oh, zwei Stück sind noch an. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie aus.
So, und jetzt nur noch der Ausgangsbereich. Das wird auch noch lustig. Das wird noch lustig. Was? Ich sag, du sagst, das wird noch lustig. Ja. Mal an, was ich hier noch zumachen muss. Ja. Das wird lustig. Du hast mehr Spaß als ich, ja. Aha. Ha. So, jetzt dürften hier auch gleich die ersten schon ausgehen. Ich müsste nur noch reinkommen, das wäre von Vorteil. Wenn ich meine Lampen auch noch verlegen könnte, meine Kabel. Hat auf jeden Fall keine Nachteile. So, komplett im Ausgangsbereich müsste gleich ausgehen. Sobald ich mein Kabel hier noch fertig gelegt habe. Hast du das immer noch nicht fertig? Oh, nee. Heute ist aber langsam. Wer stimmt mir zu? Keiner. Oh, das werden wir in den Kommentaren sehen. So, Valar, ja. Guckst du? Guckst du, ich gucke. Der ganze Endbereich müsste schon aus sein. Nö. Wie nö? Also... Ganz hinten sind nur, direkt am Ausgang sind ein paar ausgegangen. Ja, das meine ich ja. Da erzählst du den ganzen Endbereich. Ja, das ist da, wo du aussteigst im Endeffekt. Ah, dann sag das doch, direkt am Ausgang. Der ganze Endbereich zählt für mich von der Höhle bis zum Ende. Ausgang plus Kurve. Müsste das sein. Muss ich hier erstmal die Blöcke weg machen, die ich hier nicht bepowern muss. Damit ich hier noch einen Überblick behalte. So, wo ist da? Ach ja, ach ja, ach ja. Gut. Dann mache ich jetzt noch schnell den Rest. Das haben wir aber auch ganz schnell erledigt hier. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, nimmt langsam Gestalt an, ne? Ah, sehr schön. Ruh mich ja da nicht im Keller aus wie du. Ausruhen, du. Ja, du mich auch, ey. Mann. Ich muss dich mal wieder ein bisschen anspornen. Du hast so lange nichts mehr von mir gehört, deswegen. Ja, genau.
Bin ich schon gar nicht mehr gewohnt, von dir angemeckert zu werden hier. Da. Ja, siehste. Ding, wird mal wieder Zeit, ne? So. Oh, ich hab's eigentlich auch nicht vermisst. Danke, danke. So, jetzt fehlen nur noch irgendwas um 100.000 Steine. Ja, das geht ja schnell, das kriegst du ja hin. Oh, ich bin schon am Ende, oh, okay. Ich bin am Ende, Wallat. Am Ende? Das war ja. Jetzt schon lange. Ich bin durch. Das auch, das weiß ich auch. Ja, das wusstest du schon, als ich angefangen habe hier zu bauen, ne? Ja. Als du mir von dem Projekt erzählt hast. Da hast du nur gedacht, der ist bekloppt. Ja. Kann ich irgendwie verstehen. Aber die anderen verstehen das dann, wenn sie sehen, was er da unten macht, das hier, ne, dieses Ausruhen da im Keller, ne, und ich muss mir hier oben, ne? Ja, ja, nächste Folge tauschen wir. Ich glaube, ich werd krank. Oh. Nee, lass mal, wir tauschen nicht. Witzig nicht aus. Nö. Guck mal, Wallat, die Lampen gehen aus. So nach und nach. Von wegen ausruhen. Das können ja nur die Zuschauer nachher sehen, was du da unten machst. Außer ich gucke mir das Video auch an. Genau. Dann sehe ich ja mal, was du da unten die ganze Zeit treibst. Das solltest du vielleicht mal tun. Bevor du sagst, ich ruhe mich hier aus. Also in den letzten hast du dich immer ausgeruht, habe ich gesehen. So, sollte alles aus sein jetzt. Warte, ich gucke. Jo. Geil, wa? Ja. So, jetzt besorge ich mir mal schnell ein Ticket. Und dann fliege ich da mal rein. Oder ich gehe mal rein in die Bahn. Mal gucken, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Aua. So, jetzt dürften die Lichter alle angehen. Nö. Wie, nö? Nö. Die Hälfte der Bahn ist außer Betrieb. Hä? Ja, guck mal. Ist was nicht angegangen? Nö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind nicht angegangen. Aber die waren noch vorher an, oder nicht? Ja. Dann muss ich ja nochmal runter, wa? Ich kriege hier irgendwo ein Signal, aber wo? Hä? Hier ist noch Redstone an, ich weiß aber nicht woher. Ah. Jetzt ist besser, ne? Ja. Was man nicht alle so schnell falsch machen kann, ne? Ja. So, jetzt fahre ich nochmal Boot. Hallo, Wallat. Hallo. Funktioniert gut, wa? Mhm. Hat der Falk gut gebaut. Ja. Jo, aber ich würde sagen, mit dieser Bootsfahrt sind wir auch am Ende der Folge.
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss!